Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sicher haben auch Sie sich schon seit Monaten gefragt, was denn hinter diesen unerklärlichen Phänomenen im Wetzlarer Westend steckt. Immer wieder sprühen heiße Dämpfe aus dem Boden und die seit Jahren schwer gebeutelten Anwohner sahen sich einem unzuverlässigen Energielieferanten sowie einer hilflosen Politik ausgesetzt. Doch nun kommt die gute Nachricht. Durch die Probebohrung einer Spezialfirma gab es endlich Gewissheit. Unter der Oberfläche im ehemaligen Kaserngelände schlummerte jahrelang eine Heilquelle. Fiel die Firma EAB bislang durch Zurückhaltung in der Kommunikation mit den aufgrund ausbleibender Energielieferungen verärgerten Anwohnern auf und konnten die austretenden Dämpfe wohl eher als Sinnbild für die heiße Luft gesehen werden, die den Versprechungen an die Bürgerinnen und Bürger innewohnte, so kann nun in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing verkündet werden, durch die neu entdeckten heißen Quellen im Westend wird aus Wetzlar nun offiziell ein Kur- und Heilbad. In einer ersten unbestätigten Stellungnahme zeigt sich Oberbürgermeister Manfred Wagner hocherfreut über diese Entwicklung und lässt durchblicken, dass man davon ausgehe, Bürgermeister und Baustadtrat Dr. Andreas Viertelhausen zum ersten Kurdirektor unserer Stadt ernennen zu können, da dieser nicht nur durch seine jahrelange Tätigkeit in der DLRG, sondern auch durch den stetigen Kampf mit der Wasserorgel an der Lahnbrücke eine gewisse Kompetenz in nassen Angelegenheiten besitze. Zunächst mussten allerdings einige Einwände seitens der Linkspartei und der AfD ausgeräumt werden, die nach Besichtigung der Austrittsstellen steif und fest behaupteten, es handele sich lediglich um ein weiteres von den kriegstreibenden westlichen Mächten mutwillig herbeigeführten Lecks an der Nord Stream Pipeline. Und nun wird auch klar, warum sich die Firma EAB so lange bedeckt hielt. Man wollte gerade jetzt vor Weihnachten den gebeutelten Anwohnern eine gute Nachricht gönnen. Denn durch die neue Heilquelle werden die Grundstücks- und Immobilienpreise hier im Westend deutlich steigen. Es soll bereits erste Anfragen von Bewohnern am Deutschherrenberg und Karlsmund geben, die ihre Wohnsitze hierher verlegen wollen und ihre gerade erst teuer sanierten Anwesen zu Spottpreisen auf den Markt werfen, nur um hier einen luxuriösen Lebensabend inmitten der heilenden warmen Quellen verbringen zu können. Es gibt lediglich noch den ein oder anderen Einwand bezüglich des neuen Stadtnamens, denn Bad Wetzlar klingt einfach nicht so wirklich gut. So schlug der Geschichtsverein Bad Wetflaria vor, das mache sich auch gut auf Postkarten. Welche Auswirkungen diese sensationelle Entdeckung auf das Stadtleben hat, ist noch nicht gänzlich zu überschauen. Aber man kann davon ausgehen, dass statt der Domhöfe am Domplatz nun ein Jugendstilbad ähnlich dem einst am Karl-Kellner-Ring gelegenen Hallenbad errichtet wird und die Wetzlarer Festspiele in Wetzlarer Kurkonzerte umbenannt werden sollen. Im gesamten Stadtgebiet werden kostengünstig Massagen und Fango-Packungen angeboten, was besonders im Gebiet zwischen Forum und Bahnhof gut ankommen dürfte, war doch bislang dort der Satz, du kriegst gleich eine Packung, eher negativ konnotiert. Auch in der Stadtpolitik fällt diese sensationelle Entwicklung auf fruchtbaren Boden, denn durch die Umwidmung Wetzlars zur Kurstadt passt nun endlich das heimische Therapie- und Unterhaltungsangebot zum Altersdurchschnitt in den politischen Parteien. Die Linden am Liebfrauenberg spenden künftig ganz offiziell ihren Kurschatten und wenn demnächst noch weitere energierelevante Bodenschätze im Stadtgebiet entdeckt werden, ist es durchaus wahrscheinlich, dass Bad Wetzlar die erste hessische Sonderstatusstadt werden könnte, die sich in Sachen Energie komplett autark selbst versorgen kann. Hierzu gibt es noch keine Stellungnahmen aus dem Wetzlarer Rathaus. Es kam an unsere Zeitung lediglich die Bitte, es nächste Woche nochmal zu versuchen, wenn alle wieder nüchtern sind. Also dann, ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Bei uns fällt das Glück nicht einfach vom Himmel. Nein, es kommt sogar aus der Erde. Wetzlar, nun freue dich, denn wichtig ist, was unten rauskommt.